Hallo, mein Name ist Ralf Baumgarten. Von Beruf bin ich Redakteur und Herausgeber des Stadtmagazins Mein Plättchen sowie Inhaber des Podcasts Walkman – Gesund Leben in Bewegung. Der Podcast als Marketing-Tool für Dienstleister in der Gesundheitsbranche, so lautet mein Beitrag zu diesen digitalen Gesundheitstagen in Bad Sodensalmünster. Beginnen wir mit der großen Frage, was ist eigentlich ein Podcast? Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien, Audio oder Video im Internet. Podcast setzt sich zusammen aus Pod in der Bezeichnung für den tragbaren Audioplayer iPod, auf dem das Medium im Jahre 2005 zum ersten Mal breite Verwendung fand, sowie der Bezeichnung Broadcast für Sendung aus dem Amerikanischen. Durch die wachsende Verbreitung von Smartphones, die zunehmend die bis dahin benutzten Audioplayer ablösten, und den Erfolg einzelner Podcasts sind Podcasts von Jahr zu Jahr auch in Deutschland populärer geworden. Podcasts sind mittlerweile auf vielen Plattformen zu hören. Platzhirsch ist immer noch der Anbieter Apple Podcasts, der allerdings aktuell starke Konkurrenz bekommen hat von Spotify, einem einzigen puren Musikstreaming-Anbieter. Ebenfalls größere Plattformen sind hierzulande Audible von Amazon, Deezer, Google Podcasts und noch einige mehr. Weiterhin besteht für Podcaster auch die Möglichkeit, den eigenen Podcast über die eigene Homepage zu verbreiten und auf die großen Anbieter zu verzichten. Ein einzelner Podcast besteht in der Regel aus einer Serie, Episoden von Medienbeiträgen, beispielsweise Interviews, Meldungen, Mitschnitte von Radiosendungen, Musiksendungen und so weiter und so fort. Diese können als Einzelsendung oder über einen RSS-Feed in einem Abonnement automatisch bezogen werden. Aktuell gibt es weltweit an die 2 Millionen Podcasts, einen Bruchteil davon in Deutschland. Die Zahl der Podcasts hierzulande nimmt aber jährlich deutlich zu und liegt derzeit bei geschätzt 200.000. Was diese Zahl mit dem Laufen eines Marathons zu tun hat, erläutere ich später an dieser Stelle. Wo sind der Nutzen und der Vorteil eines Podcasts für Dienstleister in der Gesundheitsbranche? Podcasts, besonders Audio-Podcasts, haben einen großen Vorteil. Man kann sie bei jeder Gelegenheit hören, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder beim Wandern im heimischen Wald, auf dem heimischen Sofa, also praktisch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Podcasts lassen sich direkt aus dem Internet streamen oder direkt im heimischen WLAN auf das Handy oder den Rechner downloaden, um sie dann später bei passender Gelegenheit ohne zusätzlichen Datenverbrauch zu genießen. Ein Audio-Podcast hat im Vergleich zum Videopodcast, zum Beispiel auf YouTube, den großen Vorteil, dass man sich nicht komplett auf das gewählte Medium konzentrieren muss. Warum sollten sich Dienstleister in der Gesundheitsbranche über den Einsatz eines eigenen Podcasts im Marketingmix Gedanken machen? Diese Frage kontere ich mit einer Gegenfrage. Warum steigt die Zahl der Podcast-Hörer bei uns weiter kontinuierlich an und hat nicht zuletzt seit Beginn der Corona-Krise enorm an Bedeutung gewonnen? Aus einem ganz simplen Grund. Podcasts dienen zum Großteil nicht nur der Unterhaltung, sie sind auch ein nicht zu unterschätzendes Informationsmedium. Und das ist es, was die Hörerschaft an ihnen liebt. Ein gelungener Podcast besitzt einen gesunden Mix aus Unterhaltung und Information. Und am besten hält er noch einen Mehrwert für die HörerInnen bereit. Hier liegt der große Nutzen für Dienstleister, zum Beispiel und insbesondere in der Gesundheitsbranche. Es geht nicht darum, den HörerInnen zu vermitteln, warum man die erste Wahl in der jeweiligen Branche ist und warum man die am besten ausgestattete Klinik oder die besten MitarbeiterInnen besitzt oder warum Rat- und Tatsuchende genau meine Physio- oder Zahnarztpraxis aufsuchen sollten. Erfolg hat ein Podcast dann, wenn die Hörer und HörerInnen aus einer Episode Informationen und Unterhaltung bekommen. Sprich, der Podcaster berichtet nicht über den tollen Service oder die neuen Maschinen. Vielmehr unterhält er sich beispielsweise mit dem zuständigen Mitarbeiter über die Möglichkeiten, die der Einsatz bestimmter Gerätschaften mit sich bringt. Er berichtet vielleicht aus eigener Erfahrung darüber, warum er bei Laufbeschwerden diese und jene Übung empfiehlt und warum. Die Ernährungsberaterin verrät entweder im Gespräch mit dem Moderator oder referiert über den Nutzen einer Kohlenhydratreduzierten Ernährung und was dies aus ihrer Erfahrung für Auswirkungen auf den Körper und das Wohlbefinden hat. Egal wie,
Podcasts leben von Authentizität. Die Hörerinnen vertrauen dem oder derjenigen, dem sie zu einem bestimmten Thema lauschen. Im Idealfall regelmäßig, einmal in der Woche, alle 2 Wochen oder einmal im Monat. Und das ist entscheidend. Sie vertrauen der Expertise des Moderators. Hier ist jemand, der sein Fachwissen kostenfrei mit Ihnen teilt. Zu ihm oder ihr baut die Hörerschaft Vertrauen auf. Und wem ich vertraue, wessen Expertise ich kenne und schätze, in dessen Hände begebe ich mich auch, wenn es wirklich mal zur falschen Zeit zwickt und zwackt und Hilfe benötigt wird. Der Podcaster entwickelt sich zum Ratgeber und im Idealfall zum Helfer in der Not. Nebenbei, anders als bei einer Radiosendung oder einem Beitrag in der Tageszeitung oder Fachmagazin, ist der Podcast jederzeit abrufbar. Sei es auf den Podcast-Plattformen oder auf der eigenen Homepage. Welche Hardware wird benötigt? Jetzt wird es teuer. Oder auch nicht. Podcasts lassen sich auf die unterschiedlichste Weise produzieren. Was wir auf jeden Fall benötigen, sind ein Aufnahmegerät und ein Rechner, auf dem wir unseren Beitrag schneiden und vorbereiten für das Hochladen zum Hoster unserer Wahl auf die eigene Homepage oder zu YouTube. Beginnen wir mit der Aufnahme. Die sich rasant entwickelnde Technik erlaubt mittlerweile praktisch die Produktion eines einfachen Podcasts auf dem Handy. Die eingebauten Mikrofone haben bei besseren Modellen oft eine überraschend gute Qualität. Natürlich ist es besser, wenn trotzdem auch hier ein zusätzliches Mikrofon angeschlossen wird. Dies kann ein kleines, dynamisches Mikrofon sein, in welches der Podcaster seinen Text spricht, oder ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon, welches beispielsweise am Kragen angebracht wird oder über Kabel und Bluetooth mit dem Handy verbunden ist. Et voilà, das handliche und mobile Studio für den Einsatz unterwegs ist einsatzbereit. Darf es ein bisschen mehr sein? Beliebt und verbreitet sind Aufnahmen mit größeren Mikrofonen, die zumeist über einen sogenannten XLR-Anschluss verfügen. In der Regel läuft die Aufnahme dann über ein Interface, welches auch oftmals noch mit dem Rechner, dem Mac, iPad oder dem Notebook verbunden ist. Mit diesen Gerätschaften lassen sich die Aufnahmen schon von Beginn an besser aussteuern und Fehler vermeiden. Entscheidend ist letztendlich immer, wofür ich meinen Podcast einsetze, welche Botschaft ich verbreiten möchte, was ich bereit bin zu investieren und wie fit ich als Podcaster bin. Hier käme eigentlich wieder das Thema Marathon auf den Plan. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Kurze Vorstellung der von mir eingesetzten Hardware. Das Handy hatten wir bereits. Ein ganz normales iPhone in diesem Fall mit angeschlossenem Lavaliermikrofon und einem kleinen Headset. Oder aber, von mir gerne eingesetzt, zum Beispiel als mobiles Aufnahmegerät, als auch als Interface, das sogenannte Zoom H5, das ich entweder mit einem doppelten Mikrofon nutzen kann, welches ich aber auch entfernen und austauschen kann gegen beispielsweise ein sogenanntes Shotgun-Mikrofon. Dann sieht das Ganze so aus, dient auch gerne als Richtmikrofon. Lässt sich sehr schnell wieder umbauen. Zusätzlich ist dieses Zoom H5 auch einsetzbar als Audio-Interface für Aufnahmen, also ein sehr praktisches Gerät. Nur als Beispiel, das große Mikrofon hier neben mir, nehme ich für Aufnahmen im Gespräch mit Gästen in meinem Podcast, wenn die Qualität mal ein bisschen besser sein soll. Welche Software wird benötigt? In den vergangenen 2 Jahren habe ich knapp 100 Podcast-Episoden selbst produziert, beziehungsweise war auch in einigen anderen Podcasts mit meinen Themen zu Gast. In dieser Zeit hat sich zwangsläufig auch eine Menge an Hardware angesammelt und ich durfte mit mehreren Softwareprogrammen reichlich Erfahrung sammeln. Welche Software nehme ich also für welchen Zweck? Bin ich beispielsweise unterwegs im heimischen Spessart und berichte von einer Wanderung, greife ich auf die Software Ferrit zurück. Diese gibt es in der kostenlos als auch in der Bezahlversion. Da wir bei der letzteren über einen Betrag von knappen 20 Euro reden und der Umfang deutlich besser ist, sollte sich das Nachdenken über diese Investition eigentlich
nicht stellen. Ein kleines Lavaliermikrofon, ein Headset und den überraschend guten Aufnahmeergebnissen steht also nichts mehr im Wege. Diese Software habe ich sowohl auf meinem iPhone als auch auf meinem iPad im Einsatz. Meine ersten Gehversuche beim Schneiden des Podcasts, also Vorspann, Eingangsmusik, den Beitrag selber, den Abspann, erledige ich seit einiger Zeit mit der Software Audacity. Auch diese gibt es kostenfrei im Internet und ich kann sie aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Natürlich gibt es dazu enorme Updates. Im Einsatz ist mittlerweile auf unseren Macs eine Adobe-Software mit Namen Auditions, die es allerdings nur im Bezahlabonnement gibt. Ich muss nicht betonen, dass es sich dabei um eine absolute Profi-Software handelt, deren Umfang an Möglichkeiten brutal hoch ist. Weniger verbreitet in der Podcast-Produktion ist GarageBand, welches sich praktisch auf jedem Mac-Rechner befindet. Da wir in meinem Unternehmen fast ausnahmslos nur mit Apple-Produkten arbeiten, liegt der Schwerpunkt meiner Hinweise auch auf diesen. Windows-User mögen mir dies bitte verzeihen. Was fehlt jetzt noch zum direkten Start ins fröhliche Podcasterleben? Musik beispielsweise für den Einstieg und den Abspann. Allerdings sollte diese möglichst GEMA-frei sein, damit Sie nicht irgendwann Post bekommen, die Sie wahrscheinlich nur ungern lesen möchten. Eine Entscheidung müssen Sie im Vorfeld ebenfalls treffen, ob Sie Ihren Podcast auf Ihrem Server und Ihrer Homepage anbieten wollen oder den zumeist recht günstigen Einsatz eines erfahrenen Hosters wählen, der Ihnen auch beim Publizieren auf den unterschiedlichen Plattformen hilft. Welche Hürden gibt es beim Erstellen eines Podcasts? Kommen wir zurück zum Anfang und damit auch gleich zum Ende. Da war doch noch die Sache mit dem Marathon. Alte Hasen im Podcast-Business kommen Ihnen gerne und oft mit dem Spruch, Podcasten ist wie Marathon. Wer, wie ich, schon den einen oder anderen Marathon gelaufen ist, der weiß, wenn ich ins Ziel kommen möchte, dann muss ich lange Zeit durchhalten, auch wenn es mal zwickt. Marathon heißt Ausdauer und Durchhalten, Zähne zusammenbeißen, auch wenn die Motivation schon lange vom Frust überrollt wurde. Die allermeisten Podcaster beenden ihr Projekt bereits vor der 10. Episode. Dafür gibt es unzählige Gründe. Entscheidend ist aber, welchen Zweck Sie mit Ihrem Projekt verfolgen, welches Ziel Sie erreichen wollen und wie lange Sie durchhalten. Diese Themen sind so unterschiedlich wie die Welt der Podcasts an sich. Und nun hoffe ich, dass mein Beitrag Sie nicht zu sehr verschreckt hat und Sie sich vielleicht wirklich ernsthafte Gedanken darüber machen, ob das Medium Podcast für Sie nicht eine willkommene Ergänzung für Ihr Marketing sein könnte. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, gerne stehe ich Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Und nicht vergessen, wie im richtigen Leben, das Podcast-Projekt gewinnen Sie im Kopf. Starten Sie jetzt. Los geht's. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.